Hallo zusammen, ich habe hier einen VW-Bus und einen Tramschooler 1340. Dieser 1340 passt in diesen VW-Bus rein. Ihr kriegt auch den 1540 rein, also noch ein Stück länger. Wir sehen hier den Katalog, also der 1340. Wir sehen unten die Abmessungen. Der hat 1,14 Meter Breite, 1,81 Meter Länge und 1,10 Meter Höhe. Wir sehen hier, eben das ist der kurze, nur mit 1,80 Meter, 81 Länge. Wir haben hier die Einspeisteckdose auf 12 Volt. Von hier gibt es einen Netzadapter. Und natürlich ein fettes Kabel auf die Batterie. Wir haben hier die Fernsteuerung. Das ist ein Tiefkühler, also der besitzt Abtauung und eben leistungsfähige Geräte, also Kühlmaschinen. Da sitzt ein Twin-Kompressor von Secop drin. Wir sehen hier das Gerät von hinten. Hier oben ist ein Türkontaktschalter mit dem Schlüssel hier für die Auslieferung für das Schloss hier unten. Und hier drin sieht das so aus. Wir haben 1 Meter Innenbreite und 1,20 Meter Innentiefe. Und so passt dann dieser in diesen Transcool, in diesen VW rein oder ähnliche Kleinbusse. Wir erreichen Temperaturen von minus 25 Grad. Wir haben hier jetzt den Tiefkühler. Es gibt natürlich auch die Optionen normale Kühlung und eine Option Heizen, Kühlen für Medikamententransporte. Hier oben mache ich euch einen Link für die längere Version, dem 1540, und hier eine Version vom 1740. Das ist dann die Version, die hier nicht mehr in diesen Bus reinpasst. Ich wünsche euch einen schönen Tag.